Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, liebe Geschwister in Islam. Ich wollte heute mit euch einen sehr schönen Hadith durchgehen oder beziehungsweise euch einen Hadith vorlesen. Dieser Hadith ist klein, aber mit einer riesigen Bedeutung im Islam und hilft einem Muslim, ein guter Mensch zu sein. Dieser Hadith überliefert kein anderer außer Abu Huraira radiallahu an. Und Abu Huraira radiallahu an ist ein großer und ein ehrwürdiger Sahaba des Propheten Muhammad alayhi salatu wassalam. Abu Huraira radiallahu an berichtet uns, dass Rasul alayhi salatu wassalam sagte oder beziehungsweise eine Dua machte, er hob seine Hände und sagte: O Allah, ich suche Zuflucht vor dem Wissen, was keinen Nutzen bringt. O Allah, ich suche Zuflucht vor den Herzen, was keine Barmherzigkeit und keine Liebe besitzt. O Allah, ich suche Zuflucht vor der Seele, was nicht satt wird. Diesen Hadith berichten uns Muslim und Tirmizi. Liebe Geschwister, dieser Hadith ist etwas, was uns heute, in der heutigen Zeit, ganz klar wird. Und dieser Hadith ist etwas, das wir heute bei vielen Menschen leider feststellen müssen. Viele Menschen haben Wissen, aber was denen gar nichts bringt. Viele Menschen haben Herzen, die keine Liebe und keine Barmherzigkeit besitzen. Und viele Menschen haben Seelen, die nicht satt werden. Nur mehr und nur Geiz und nur gib mir und nur ich. Diese Sachen darf ein Muslim nicht haben. Ein Muslim muss Wissen haben, was den Menschen nutzt. Ein Muslim muss Wissen haben über seinen Schöpfer, über Allah Jalla Jalalu. Ein Muslim muss ein Herz haben, was Liebe und Barmherzigkeit besitzt. Und ein Muslim muss eine Seele haben, die mit wenig zufrieden ist. Jazakallahu khairan. Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns alle zu den Rechtschaffenen machen. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.